Hallo, hi, hi. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. Zum ersten Video zu unserer Let Go Challenge. Ich fange mit einer Quote. Mit einem Zitat von Neville Goddard an. Und zwar heißt es auf Englisch heißt es, I must learn to die. I must learn to let go of what my senses dictate. I die to what was physically only a dream. I completely detach myself from what is taking place, that I can die to that state. Ja, und das bedeutet auf Deutsch, ich habe es euch oben dran geschrieben hier, ich muss lernen zu sterben. Ich muss lernen loszulassen, was meine fünf Sinne diktieren. Ich sterbe für das, was physikalisch nur ein Traum war. Ich löse mich komplett von allem, was passiert, sodass ich für diesen Zustand sterben kann. Und das ist genau dieses krasse, krasse Bild, was wir brauchen, um loszulassen. All das, was unsere fünf Sinne wahrnehmen, das ist irgendein Zustand, den ich mir vorgestellt habe. Und egal, wann dieser Zustand war, ich habe ihn mir vorgestellt. Egal, ob es ein Zustand war, den ich mir in der Vergangenheit vorgestellt habe, oder ein Zustand ist, den ich mir in der Zukunft vorstelle. Es ist ein Zustand, den ich mir vorgestellt habe, der in mir entstanden worden ist. Es ist eine Wahrheit, die für mich existiert. Es ist ein Traum für die physikalische Realität. Und was jetzt so, so wichtig ist, dass du verstehst, dass es egal ist, wo ein Zustand herkommt. Wichtig ist nur, ob das für dich ein Zustand ist, in dem du lebst. Dann ist es deine Wahl, dann ist es deine Kreation, dann ist es deine Schöpfung, das bist dann du. Du hast einen Zustand erschaffen, in dem du lebst. Und wenn dieser Zustand, den du dir erschaffen hast, nicht schön ist für dich, wenn du den nicht weiterhaben willst, wenn du nicht mehr davon haben willst, dann stirbst du für diesen Zustand. Dieser Zustand existiert weiter wie alle unendlichen Zustände, die wir uns nur ausdenken können, ob wir sie erlebt haben, ob es andere erlebt haben, ob es andere uns erzählt haben, ob wir es im Fernsehen gesehen haben. Es ist egal. Wenn du für einen Zustand stirbst, das ist das, was Neville Goddard meint, dann existiert dieser Zustand ohne dich. Und du lebst in einem anderen Zustand. Das ist genau das, was gemeint ist mit freie Wahl. Aber wenn du dir das klar machst, deine Verkörperung
lebt in einem Zustand deiner Wahl. Und wenn du nicht mehr wählst, dass deine Verkörperung in diesem Zustand lebt, dann stirbst du für diesen Zustand und lebst neu in einem neuen Zustand, der dir gut gefällt. Und vielleicht kommt dir jetzt gerade, wie ich das so erzähle, wieder die Bibel in den Sinn. Weil Neville Goddard und die Bibel, das sind ja eins. Neville Goddard tut ja nur die Bibel so erklären, wie sie wirklich gemeint ist. Und die Wiederauferstehung ist nichts anderes, als dass du für einen Zustand stirbst und in einem neuen Zustand wieder auferstehst. Und das ist dieses große, radikale, bedingungslose Loslassen. Das ist diese Bedingungslosigkeit, diese radikale Bedingungslosigkeit unseres Universums, unserer Energie, unseres Seinszustandes. Da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es tot oder lebendig. Und du entscheidest, in welchem Zustand du lebst. Und wenn du in dem einen Zustand lebst, musst du für den anderen Zustand sterben. Und wenn du das erkennst, wie radikal diese Vorstellung ist und dass du jeden Moment neu entscheidest, in welchem Zustand du lebst, in welchem Zustand du lebendig bist, in welcher Welt du lebendig bist. Fühl mal da rein, wie frei das macht. Fühl mal dieses Gefühl der Befreiung. Du weißt, ich kann jederzeit sterben für diesen Zustand. Und ich stehe, auferstehe in einem neuen Zustand. Bam, bam. Tod, lebendig. Dann wird es eindeutig klar, wie viel Macht und wie viel Kraft und was Schöpfung bedeutet. Wer du bist als Schöpfer, indem du dich in einem Zustand lebendig machst, erschaffst du alles, was mit diesem Zustand zusammenhängt. Und wenn du dir jetzt erlaubst, für einen Zustand zu sterben, der dir nicht dienlich war, einen Zustand des Opfertums, einen Zustand des Mangels, einen Zustand des Krankseins, einen Zustand des nicht machen zu können, was du willst, eingeschränkt sein. Wenn du entscheidest, für diesen Zustand bin ich tot, dann hat nichts und gar nichts mehr Einfluss auf dich. Nichts kann mehr für dich, kann sich mehr dir überstülpen. Denn dieser Zustand existiert nicht mit dir. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass du auferstehst, immer wieder in diesem neuen Zustand, den du dir jetzt wählst. Und das gemeint wirklich mit dieser Auferstehung. Da gab es nichts, wenn du einmal tot bist. Das ist so krass. Du da einmal tot bist, du musst nichts mitnehmen. Du bist gelöst, du bist komplett gelöst. Du hast da keine Aktien mehr drin, gar nichts mehr.
Du bist weg dort. Du bist weg. Und das ist so, so wichtig, dass wir das so gut verstehen, dass wir nichts in einem Zustand verändern müssen, dass wir nichts tun müssen, dass wir nichts drehen müssen, dass wir nichts manipulieren müssen, dass wir nichts kontrollieren müssen, sondern dass es einfach darum geht, dass wir uns erlauben, für den alten Zustand zu sterben. Und wenn ich für diesen Zustand gestorben bin, was will ich da noch diskutieren? Was will ich mich noch dran erinnern? Was will ich noch Rückschlüsse daraus ziehen? Wie will ich mich noch in Bezug daran fühlen, erinnern? Es ist weg. Und jetzt bin ich neu geboren. Und das darf ich jeden Moment wiederholen, wenn ich mich wieder in einem Zustand befinde, der mir nicht entspricht, der mich nicht glücklich macht, der mich nicht unterstützt, der mich nicht frei macht. Ich kann grundlos, bedingungslos sterben. Und so radikal müssen wir uns das erlauben. Sonst ziehen wir immer wieder einen Rattenschwanz eines alten Zustands, einer alten Realität, einer alten Identität in unsere Zukunft. Dieses radikale Befreien, dieses radikale Sterben muss gelernt sein, muss geübt sein. Das ist dieses absolute Surrender. Und ich habe es öfters mal damit verglichen mit den Hunden, wie es die Hunde machen. Die stellen sich ja auch tot, damit sie nicht angegriffen werden. Wenn du tot bist für all das, was dir Angst macht, wenn du tot bist für all das, was dich krank macht, wenn du tot bist für all das, was dich unglücklich macht, wenn du tot bist für all das, was dich ausnützt, wenn du tot bist, hat es mit dir nichts mehr zu tun. Und du bist neu auferstanden in einer neuen Identität. Und diese neue Identität, die musst du dir klar machen, diesen neuen Zustand, den musst du kreieren. Für dich. Jeder Zustand ist da, jeder Zustand ist für dich möglich. Jeder Zustand, in jedem Zustand kannst du dich hineingebären. Aber in welchen? Da darf man sich schon ein bisschen Zeit nehmen, da darf man sich schon ein bisschen überlegen, wie will ich es denn genau haben? In welchem Zustand möchte ich denn genau leben? Wie sieht denn das genau aus? Und das von heute auf morgen so klar zu haben, ist unwahrscheinlich. Ich meine, ja gut, du kannst mal eine Nacht durchschreiben, du kannst mal eine Nacht durchkreieren. Kannst du. Aber das nachher zu implementieren, diesen Zustand für jede Zelle deines Körpers, für jeden Sinn deines Körpers, zu definieren. Wie sieht's aus? Wie fühlt sich's an? Wie riecht's? Wie denkt's? Das ist ein bisschen eine komplexere Sache. Und deswegen darfst du dir Zeit lassen. Und deswegen lade ich dich auch hier an dieser Stelle nochmal ein, in The Bigger Game Mastery mitzumachen. Weil genau da nehmen wir uns die Zeit dafür. Da nehmen wir uns die Zeit dafür, hinzuschauen, wo du noch sterben solltest und in welchem Zustand du dich wieder auferstehen lassen solltest. Und es ist eine ganz, ganz coole Reise, eine Schöpferreise. Und ich freue mich so riesig drauf, weil es sind so schöne Erlebnisse, wenn alter Scheiß stirbt für dich. Und du in neuem Glanz auferstehst.
Weil so ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben immer. Nur anstatt, dass wir zum alten Scheiß sterben und den neuen Glanz auferstehen, sterben wir oftmals zum alten Scheiß und stehen im alten, nächsten alten Scheiß wieder auf. Weil wir es noch nicht durchschaut haben, dass wir uns zuerst das glitzernde neue Leben kreieren müssen, in unsere Vorstellung bringen müssen, unsere fünf Sinne damit verbinden müssen, um tatsächlich lebendig zu sein in diesem neuen Zustand. Also, überlege dir, zu welchem Zustand du in diesem alten Jahr sterben willst. Überlege dir, was zurückbleiben darf und mach dir gleichzeitig die Gedanken, wie sieht es denn aus, wenn ich auferstehe am 1. Januar 2021? Wie sieht es genau aus? In welchem Zustand wache ich auf und gehe wieder schlafen? Und in welchem Zustand wache ich am 2. Januar auf und gehe wieder schlafen? Was erlebe ich? Was bewirke ich? Was für Menschen habe ich um mich herum? Was sehe ich? Welche Natur sehe ich? Was lerne ich kennen? Was für Erfahrungen? Was möchte mein Körper noch spüren? Was möchte ich mit meinem Körper noch spüren? Wie viel Sonne? Wie viel Schnee? Wie viel Sport? Wie viel Sex? Wie viel Ausruhen? Wie viel gutes Essen? Wie viel was auch immer? Hast du denn schon eine Vorstellung? Hast du schon eine richtige Vorstellung? Hast du schon eine Vision? Wenn du keine Vorstellung hast, dann wird sich an diesem Platz, wo keine Vorstellung ist, das Alte wieder drängen. Dann wird sich das Alte wiederbeleben. Dann wird es das Alte, wird sich dich holen, kommen und dich holen wieder. Der Erlkönig wird dich wiederholen, deinen alten Scheiß, und dich dort wiederbeleben. Lass es nicht zu. Erschaffe dich neu in einer neuen Realität, weil du es kannst. Weil es keinen Grund gibt, irgendetwas am Leben zu erhalten, was nicht aus Freude, Liebe, Begeisterung besteht. Warum soll ich das lebendig halten, wenn ich nicht muss? Es macht sich schon immer wieder selber lebendig, damit ich immer wieder weiß, was ich wirklich will. Damit ich immer wieder diesen Kontrast sehe, damit ich weiter kreiere, damit ich mehr mache, mehr Schöneres, mehr Spannendes, mehr Prickelndes, mehr Begeisterndes. Kreation ist Schöpfung und Schöpfung heißt mehr. Ja? Ich erschaffe, es entsteht etwas, was mehr ist als das, was vorher war. Und das, was ich behalten will, erhalte ich im Leben. Das, was ich nicht möchte, darf sterben. Es gibt keine Verpflichtung, Unerwünschtes am Leben zu erhalten. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir Unerwünschtes sterben lassen. Und das Sterben lassen bedeutet nichts anderes, als dass ich in dieser Realität, die es gibt, nicht mehr lebe. Überleg dir das. In welcher Realität lebst du? Und in welcher Realität wärst du besser, schöner? Und dann stirbst du zu der alten Realität und hast deine Wiedergeburt in deiner neuen Realität. Das sind alles nur Bilder, weil Vorstellungen. Vorstellung ist alles, was wir haben. Wir haben nichts anderes als Vorstellungen. Stell dir mal vor, du stellst dir immer vor.
Und wenn du dir mal nichts mehr vorstellst, dann ist da gerade nichts. Das darfst du. Aber du bist hier, um dir viele Dinge vorzustellen. Das ist das, was du tust. Das ist das, was dich ausmacht. Das ist der Sinn deines Lebens, dir Dinge vorzustellen. So einfach. Wie lange warst du auf der Suche nach dem Sinn deines Lebens? Und jetzt sage ich dir, der Sinn deines Lebens ist, dir Dinge vorzustellen. Weil das ist das, was ein Schöpfer, ein Kreator tut. Er stellt sich Dinge vor, sie stellt sich Dinge vor. Das ist der Sinn des Lebens. Und jetzt dir erlauben, dir wirklich diese schönen Dinge vorzustellen. That's it. That's where we go. 2022. That's what we do. Als Schöpfer. Wir stellen uns Sachen vor. Also, wenn dich nächstes Mal jemand fragt, was ist der Sinn deines Lebens? Ich stelle mir schöne Sachen vor. Schau mal, wie es ankommt. Also, bis morgen. Morgen mache ich auch wieder eins. Ich weiß noch nicht genau wann. Ich will mich da nicht so festhalten. Aber ich habe mir vorgenommen, dass bis zum Ende des Jahres ihr hier Impulse von mir bekommt, loszulassen. Und lass es sinken. Hör dir das vielleicht noch ein paar Mal an. Und freue dich, dass 2022 ein geiles Jahr wird. Es wird richtig geil. Warum? Weil du hier bist, weil du bewusst bist, weil du mehr und mehr in deine Schöpferkraft und Schöpfermacht kommst und weil das die logische Konsequenz ist von dem Zustand, den du dir erschaffst. Bis dann!